Chronicles of Crime. Crime Scene Investigation mit App-Unterstützung bzw. auf die App gestützt. Ob das so gut ist in Verbindung mit einem Boardgame? Ich sag's euch, bleibt dran. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei MeepleDad. Heute mit Chronicles of Crime. Ja, sieht ein bisschen anders aus, lasst euch nicht irritieren. Da ist dieser Schuber drunter, ist aber das gleiche Spiel. Ja, das ist jetzt nur die Kickstarter-Version. Sieht ein bisschen schicker aus, finde ich. Auch wenn ich nicht so ein Fan von diesen Schubern bin, aber das ist schon schick. Ja, also Chronicles of Crime erschienen bei Lucky Duck, das war ein Kickstarter. Jetzt in der deutschen Lokalisation bei Korax, also in Merseburg. Und es ist ein Spiel, was ein App-gestütztes Spiel ist, oder es stützt sich sogar auf die App, denn ohne App kann man das definitiv nicht spielen. Wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich mal. Und danach reden wir mal über die Mechanik und über die Idee dahinter und ob das wirklich so eine gute Idee war von Lucky Duck oder auch nicht. Wir werden sehen. Schaut euch jetzt erstmal an, wie diese Mechanik funktioniert. Ja, Chronicles of Crime. Der Name ist Programm. Hier geht es darum, Mordfälle zu lösen und ein guter Kriminalbeamter zu sein. Ich zeige euch jetzt ein bisschen hier den Aufbau. Ich werde euch nicht zu viel hier spoilern, beziehungsweise ich werde euch eigentlich gar nicht spoilern, denn ich möchte euch den Spielspaß daran absolut nicht verderben. Ich zeige euch jetzt nur mal kurz ein bisschen die Grundidee dieses Spiels und wie schaut das hier überhaupt aus. Alles andere kriegt ihr im Fazit. Auch da werde ich nicht spoilern, keine Sorge. Ja, also so fangen wir hier an. Wir sind eben ein Kriminalbeamter, beziehungsweise wir sind eben ein Team von Kriminalbeamten. Ja, wir haben hier einmal den Kriminologen, das heißt das Kriminologische Institut. Wir haben das forensische Labor, wir haben das Leichenschauhaus. Und hier ist eben der Hacker bei der Kriminalpolizei. So haben wir hier schon mal vier Experten, die uns behilflich sind beim Lösen dieser Aufgaben. Ja, das ist schon alles eigentlich, was wir hier brauchen. Wir haben hier immer verschiedene Orte, die wir bereisen. Wir haben dann Tatorte. Diese Tatorte müssen wir dann untersuchen. Da müssen wir nach Dingen Ausschau halten, beziehungsweise alles schauen, was uns denn da so in die Finger fällt. Aber wie das Ganze funktioniert, das sage ich euch, glaube ich, eher im Fazit. Hier zeige ich euch jetzt nur mal die Mechanik, die überhaupt dahinter steckt. Denn ein ganz wichtiges Ding, was ihr hier braucht, ist nicht nur das Spielbrett und hier sämtliche Utensilien, sondern es ist auch ein Tablet bzw. ein Smartphone, wo ihr eben euch die App dazu runterladen könnt, denn die braucht ihr unbedingt, um dieses Spiel zu spielen. Ja, es ist App-basiert. Und ich zeige euch jetzt, wie diese App dieses Spiel letztendlich steuert. Alles in allem geht es eigentlich nur um Codes. Ja, wir haben auf jeder Karte hier haben wir QR-Codes. Das heißt, wir haben auch auf jeder Person, die uns hier begegnen, haben wir einen QR-Code. Wir scannen diesen QR-Code und entweder erfahren wir etwas mehr über diesen Ort, an dem wir da gerade sind. Das kann ein Tatort sein, das kann eine Wohnung sein, das kann ein Park sein, was auch immer. Und an diesem Ort treffen wir dann Leute und diese Leute können wir dann auch befragen. Das machen wir eben hier mit diesem QR-Code. Ich zeige euch das jetzt, wie das aufgebaut ist im Tutorial. Wir machen jetzt wirklich nur das Tutorial bzw. nur den ersten Scan im Tutorial. Das heißt, ich spoilere euch eigentlich gar nichts, denn darüber werdet ihr eh stolpern. Und ihr wisst auch so ein bisschen, wie hier der Einstieg ist. Dazu nehmen wir uns natürlich das Tablet. Wir haben ja die App offen. Wir nehmen uns den Tatort London und das Tutorial. Und das spielen wir jetzt auch. Wir haben willkommen im Tutorial. Dieses Szenario ist ein Einführungsspiel. Im Tutorial wird euch alles Wichtige erklärt. Das heißt, hier bekommt ihr auch direkt die Mechaniken beigebracht. Das ist ein kleiner Fall, den ihr hier lösen müsst. Und zwar zusammen ist es natürlich kooperativ. Wie wir uns schon gesagt, der Kommissar ist Person Nummer 33. Das ist unser Chef. Er ist gekennzeichnet mit dem 33. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr eine neue Person hier kennenlernt, dann werdet ihr hier so ein Symbol haben und die Nummer. Hier haben wir einen ganzen Kartenstapel. Das sind 55 Personenkarten. Das heißt, hier müsst ihr euch dann diese Nummer raussuchen, sobald sie euch hier irgendwo begegnet. Ja, er ist natürlich in Scotland Yard. Er ist hier
bei unserem Headquarter. So, nun sollten wir zu ihm gehen und mit ihm reden. Dazu müsst ihr einfach nur den Code auf seiner Karte einscannen. Das machen wir jetzt auch. Wir nehmen uns hier seine Karte und da ist der QR-Code. Den halten wir jetzt mal. Ups, wo ist er denn? Na, da ist er. Dann halten wir den gedrückt. Und er spricht schon mit uns. Da seid ihr endlich. Ich habe einen Fall für euch. Eine ältere Frau wurde tot aufgefunden. Findet heraus, ob der Tod natürliche Ursachen hatte oder ob es Mord war. Das heißt, hier wird uns jetzt schon eine Frau genannt. Das ist jetzt hier die Nummer 7. Wir legen den Kommissar jetzt erstmal wieder hier hin. Und wir suchen uns hier die Nummer 7 heraus. Ihr könnt euch das ruhig anschauen, denn das hier ist alles spoilerfrei. Hier steht nicht drauf, welche Charaktere das sind. Aber ihr seht schon, wie viele verschiedene Charaktere es hier gibt. Wie gesagt, es sind 55 insgesamt. Nur vom Bild her könnt ihr überhaupt nicht sehen, was der hier macht. Ja, wir nehmen uns die Nummer 7 mal heraus. Das heißt, die ist tot aufgefunden worden. Nun können wir die hier ein bisschen sortieren. Das heißt, wir haben hier unsere Ablage und alles, was hier tot aufgefunden wird, quasi, das können wir uns hier hinlegen. Das heißt, die Dame ist tot. So, findet heraus, ob es natürliche Ursachen hat. Dann machen wir weiter. Jetzt sind wir im Befragen-Modus. Bild und Name der Person, die ihr gerade befragt, werden oben angezeigt. Dann machen wir weiter. Ihr könnt diese Person zu allem befragen, das bereits Teil des Falls ist, also auch auf Orten liegt oder diese Karten, die sonst noch so ausliegen. Ihr müsst die entsprechende Karte einscannen. Es gibt keine falschen Fragen. Jede Kombination ist möglich. Das heißt, jetzt haben wir den Kommissar hier vor uns liegen und wir haben die ältere Dame vor uns liegen. Und jetzt können wir eine von beiden wieder scannen. Natürlich müssen wir jetzt die Dame scannen. Okay, ich habe gesagt, ich scanne nur eine Karte, aber ich scanne sie auch nochmal. Die zweite Karte, wir berühren das hier ein bisschen länger und dann scannt er das auch. Die Frau heißt Anna Taylor. Sie wurde tot in ihrer Wohnung in Notting Hill aufgefunden. Jetzt haben wir hier das zweite. Das ist jetzt kein Symbol, sondern Notting Hill. Das ist jetzt das zweite Symbol. Das ist eine Ortskarte. Wir haben auch diverse Ortskarten hier zur Verfügung. Und das heißt, hier werden wir uns in der Stadt London bewegen können. Das heißt, wir brauchen jetzt G. G ist Notting Hill. Da gucken wir hier hinten mal kurz drauf. F. G, hier ist Notting Hill, ohne dass ich euch die anderen zeige. Ich kann euch die anderen noch natürlich zeigen. Westminster, The City, Soho, Leicester, Kensington und Chelsea, West End, Whitechapel, Greenwich, Paddington, South Bank und die Docklands. Das sind so die Orte, die euch vielleicht in den Fällen begegnen werden. Ja, und dann haben wir einen neuen Ort. Die Orte können wir eben auch hier auslegen. Ich lege mir eben die Personen weiter. Die Orte können wir hier auslegen und dann können wir da auch schon hingehen. Wir gehen weiter. Sucht den Londoner Stadtteil Notting Hill und legt sie als Karte neben den Spielplan. Das haben wir gemacht. Tippt auf bis bald, um das Gespräch zu beenden. So, jetzt können wir bis bald machen. Und wenn wir bis bald machen, heißt das, wir verlassen jetzt den Ort, wo wir gerade waren. Oder beziehungsweise wir verlassen das Gespräch, was wir gerade geführt haben. Was können wir jetzt machen? Jetzt können wir natürlich diesen Ort besuchen. Das mache ich jetzt nicht. Eine interessante Sache, wenn ihr euch unterhaltet mit irgendwem, kostet euch das Zeit. Wenn ihr irgendwo anders hinfahrt, also einen anderen Ort besucht, kostet euch das auch Zeit. Das habt ihr immer hier oben. Hier habt ihr jetzt Tag 1. Wir haben um 9 Uhr angefangen, jetzt ist es 9.05 Uhr, weil wir eben mit dem Kommissar schon gesprochen haben, hat uns das 5 Minuten gekostet. Ja, fahren wir jetzt zu Notting Hill, würde uns das 20 Minuten kosten. Das heißt, jeder Ortswechsel kostet uns 20 Minuten. Das ist wichtig nachher, wenn es um die Wertung geht. Denn dann wird eben herausgefunden, wie schnell waren wir. Wir müssen mit möglichst wenig Ort wechseln und mit möglichst wenig Gesprächen natürlich möglichst den Fall lösen und auch möglichst viele Details lösen. Es geht darum, möglichst viele Details am Ende gelöst zu haben. Na, man kann den Fall auch aufklären, ohne gewisse Details zu haben. Da bekommt man einen kleinen Fragenkatalog, muss den beantworten. Und dann war es das auch schon. Ja, ich lege das jetzt mal beiseite hier. Das ist jetzt so einmal das Prinzip, was wir eben haben in diesem Spiel. Das heißt, alles, was wir hier tun, ist einscannen. Wir kriegen die Story eben über die App mitgeteilt. Wenn wir Orte durchsuchen, dann haben wir noch eine gewisse Sache, die wir tun müssen. Und zwar ist das beobachten, was ist da vor Ort. Das heißt, wir werden ja jetzt in Notting Hill, ist die Wohnung, wo die ältere Dame eben gestorben ist, die werden wir besichtigen und dann werden wir uns da dann hereinfinden und müssen uns in der Wohnung umschauen,
Und darüber, da haben wir eine gewisse Zeit, die uns da zur Verfügung steht. Ich glaube, es sind 20 Sekunden oder 30 Sekunden, wo wir uns virtuell in dem Raum bewegen können. Das heißt, wir haben den Raum vor uns, wir nehmen uns das iPad bzw. das Tablet und können dann hoch, runter, rechts, links und können dann durch diesen Raum zoomen und gucken. Ja? Und dann sagen, was sehen wir denn da alles? Liegt da zum Beispiel Blut? Dann haben wir hier Blut und Organe. Okay, Blut und Organe habe ich gesehen. Was ist denn da noch? Sind da vielleicht Waffen, ne? Sehe ich da eine Pistole, dann habe ich hier Schusswaffen, dann kann ich die Schusswaffe schon mal nehmen. Was habe ich denn noch? Sehe ich da vielleicht eine Suppenkelle? Ne? Sind das Küchenutensilien? Dann nehme ich uns die Karte. Ja, und so ist das, wenn man mit mehreren spielt, dann ist eigentlich einer da, der sich immer den Tatort anguckt. Ja, das kann beim nächsten Mal ja jemand anders sein. Und sagt dann an, was er so sieht. Und die anderen schauen dann eben hier in diesen Hinweiskarten, gibt es denn sowas? Ja, da ist zum Beispiel, ich sehe eine Bettdecke. Ah, Bettzeug, ja, alles klar, Bettzeug, tun wir uns raus. Ah, was sehe ich denn noch? Ich sehe eine Blume. Ah, alles klar, das sind Pflanzen, okay. Ja, dann lege ich mir die Pflanzen raus. Und so weiter. Also alles, jedes kleinste Detail sollte man da eben schauen. Man sollte beschreiben seinen Mitspielern, was sehe ich denn da, sodass die Mitspieler hier eben raussuchen können, was könnte denn hier letztendlich ein Hinweis sein. Ja, was könnte ein Hinweis sein? Ist das jetzt ein Hinweis oder ist das kein Hinweis? Wie finden wir das heraus? Indem wir jetzt diese Dinge scannen. Also wir haben jetzt diesen Ort fertig abgesucht und jetzt gehen wir hin und gucken uns hier die Blutspuren an. Wir gucken uns die Pistole an. Wir gucken uns die Küchenutensilien, die Küchenutensilien war eine Kelle. Wir gucken uns die Blumen an und wir gucken uns die Bettlaken an. Dann wird uns gesagt, na, da ist irgendwas, wir können nicht genau sehen, was es ist. Und diese Hinweise führen uns dann wieder zu jemand anderes. Oder wir lassen das untersuchen. Wenn ich zum Beispiel Blutspuren habe, dann kann ich das hier natürlich ins forensische Labor geben. Dann gehe ich ins forensische Labor, scanne hier den Code und rede dann mit Lucin. Und die fragt uns dann, was hast du denn für mich? Und dann scannst du hier die Blutspur ein und dann wird sie dir etwas dazu sagen. Wenn sie das nicht gebrauchen kann, wird sie dir das auch sagen. Also wenn du hier jetzt zum Hacker mit der Blutspur gehst, wird sie dir sagen, dass er damit nichts anfangen kann. Findest du aber einen Computer, solltest du vielleicht nicht ins Leichenschauhaus gehen, sondern solltest du lieber hier zum Hacker gehen, der dir dann vielleicht etwas darüber erzählt. Und so führt ihr euch selber, beziehungsweise ihr guckt immer, welcher Hinweis führt mich denn wohin? Ihr werdet neue Orte bereisen. Es kann euch aber auch passieren, dass wenn ihr einen Ort bereist, wo jemand sein soll, wo ihr einen Tipp gekriegt habt und ihr braucht zu lange mit irgendwelchen anderen Sachen, weil die Zeit vergeht ja auch in dem Spiel, dann kann es zum Beispiel sein, dass dieser jemand gar nicht mehr an diesem Ort ist, weil er immer nur zu einer gewissen Uhrzeit da ist. Also da muss man dann auch schauen, dass man so ein bisschen sein Zeitmanagement hier im Auge behält. Aber das ist eben dieses Prinzip, ich scanne Dinge ein, wenn ich etwas finde, ich durchsuche einen Ort, ja, das kann ein Tatort sein, wie gesagt, das kann eine Wohnung eines Verdächtigen sein, was auch immer, man kann auch mal in eine Tasche reingucken und dann muss man gucken, was ist in dieser Tasche drin, dann bekommt man eben diese Tasche und wühlt dann da drin rum. So funktioniert letztendlich dieses ganze Spiel. Ja, jetzt gibt es noch eine Besonderheit, die dieses Spiel hat, ein kleines Gimmick, womit man so ein bisschen in die Realität eintauchen soll, dass das Ganze ein bisschen realistischer und greifbarer machen soll. Da gibt es ein kleines Glas, ja, eine kleine Mini-VR-Brille, die klemmt man sich hier mit ans iPad bzw. ans Tablet oder auch an den, an Smartphone und dann kann man hier eben durchschauen und sieht dann das Ganze in 3D. Also das heißt, man kann den Tatort in 3D bereisen, besichtigen. Das funktioniert ganz gut. Also man wählt dann aus, ob man den Tatort jetzt so besichtigen möchte oder eben mit diesen VR-Gläsern. Das ist ganz nett. Das funktioniert auch ganz gut, ist jetzt aber kein Muss. Ja, man kann da natürlich eintauchen und da ist auch so ein bisschen, gibt so ein bisschen ein anderes Feeling. Aber das muss man nicht machen. Das ist nur ein zusätzliches Gimmick, was dieses Spiel hier bietet. Ja, und das Interessante an dem Spiel, bevor ich das im Fazit gleich auch wahrscheinlich auch nochmal sage, sind eben diese verschiedenen Charakteren, die hier sind. Und diese Charakteren, die sind ja nun nicht gemünzt auf diesen einen Charakter, sondern hier die tote Dame, die wir jetzt hier haben, die kann im nächsten Spiel vielleicht ein Verdächtiger sein, im nächsten Fall, den wir lösen. Ja? Oder unser Hauptkommissar, der jetzt hier noch unser Hauptkommissar ist, ist im nächsten Spiel die Leiche. Ja? Oder das kann natürlich passieren. Hier sind ja unendliche Möglichkeiten gesetzt. Das Spiel, das bringt in der App ganz, ganz viele Fälle mit sich. Man kann sich auch Erweiterungen
per App kaufen. Das heißt, man hat die Hardware ja hier, man spielt mit den gleichen Karten und bekommt eben immer neue Fälle in der App dazugespielt. Da gibt es schon jede Menge. Da gibt es auch noch Hardware-Erweiterungen zu, die zeige ich euch vielleicht gleich im Fazit nochmal. Das heißt, da gibt es andere Settings. Jetzt sind wir hier natürlich in London. Es gibt noch welche in L.A. in den 40er Jahren. Es gibt noch in den 80er Jahren eine Kleinstadt, die man da eben bereisen kann und dann da andere Fälle löst, so im Stile von Stranger Things. Aber ich erzähle schon viel zu viel, das gehört eigentlich alles in Fazit. Hier habt ihr gesehen, was die Hardware kann und was das alles ist. Mehr will ich euch dazu gar nicht zeigen. Ihr müsst selber in diese Welt eintauchen. Und so viel zu den Regeln, jetzt zum Fazit. Ja, jetzt habt ihr euch ein Bild machen können, wie dieses Ganze denn funktioniert. Wie gesagt, ohne App nichts möglich. Es passiert alles in der App und nur wenig auf dem Board. Ne? Also das ist ganz klar, ist das Herzstück, ist diese App, wo man diese Fälle eben alle durchgeht. Das ist eine nette Idee, das ist jetzt nichts Neues. Das versuchen ja schon viele Spiele. Da gibt es ja auch dieses Leaders, oder ne, was wirklich ohne App gar nicht geht. Und die eben versuchen, dieses multimediale Tablet, Smartphone da eben mit einfließen zu lassen. Das geht natürlich, da gehen ganz viele Spiele jetzt in die Richtung. Viele Verlage meinen da einen Trend erkannt zu haben. Ist das wirklich ein Trend, ja oder nein? Da kann man drüber streiten und das geht mit Sicherheit auch bei vielen, vielen Spielen schief, dass man dann sich nur noch in der App verliert oder dass das überhaupt nichts mehr mit dem Board zu tun hat und dass das so reingequetscht versucht, so ein bisschen was Multimediales da reinzubringen. Aber das passiert hier nicht. Ja, Chronicles of Crime, das ist super. Das schlägt auch natürlich auch in diese Nische des Rätselns, ne? Also dieser Exit-Spiele und dieser Kriminalfälle lösen. Davon gibt es natürlich jetzt auch eine ganze Reihe. Das ist mega erfolgreich. Und da schlägt das rein. Und mit einer Mechanik, die ich finde super funktioniert. Die Technik funktioniert super. Also ich hatte nicht einmal, dass sich diese App irgendwo aufhängt oder dass da irgendwas nicht richtig verknüpft ist. Das gibt es gar nicht. Ja? Also es funktioniert super. Dieses Storytelling, das ist richtig toll. Da haben sie sich Gedanken drüber gemacht. Die haben da wirklich Autoren für jeden Fall und für jedes Setting haben sie da einen Autor dran gesetzt, der sich da eine Geschichte oder einen Kriminalfall ausgedacht hat, sodass die wirklich einzigartig sind und super hier in dieses Spiel reinpassen. Ja, da gibt es eben ganz viele Fälle, das sind Einzelfälle, die aber doch einem großen Plot zugeordnet sind. Es sei denn, es sind jetzt diese Erweiterungen, da ist das nicht der Fall, aber in dem Basisspiel, da ist eben ein Main-Plot, also man löst da Fälle und erkennt dann eben hinterher, dass die vielleicht doch irgendwo und irgendwie Berührungspunkte haben und zu einem größeren zusammengehören. Das kennt man ja auch aus dem Fernsehen von vielen Serien. Da ist das dann auch der Fall. Und man nähert sich dem Ganzen dann eben Stück für Stück. Und das Ganze ist ab 12 Jahren, das ist auch okay. Da werden ja Leute umgebracht und hat man dann mal so einen Tatort, wo da auch ein bisschen Blut ist oder vielleicht ein blutiges Messer. Und klar, da sterben welche, aber da sind jetzt keine Splatter-Gedanken hinter, sondern das ist wirklich im Rahmen. Ja, also das ist 12 Jahre, ist da völlig okay. Und die 12-Jährigen, die können da auch schon ein bisschen mitkombinieren und die finden das auch ganz toll, wahrscheinlich mit dem Tablet oder mit dem Smartphone oder vielleicht auch mit dieser VR-Brille dann da sich ein bisschen zurechtzufinden am Tatort und zu sagen, was die so sehen. Das ist auch ganz nett, dann zu sehen, wie auch schon die Kleinen so ein bisschen tüfteln. Das kann man vielleicht auch mit 10, kann man das vielleicht auch schon spielen. Da sehe ich rein jugendschutztechnisch jetzt nicht so das Problem, glaube ich. Aber grundsätzlich ist das für 4 Spieler angedacht. Das reicht auch für 4 Spieler. Mit mehr würde ich das gar nicht spielen. Man kann das natürlich mit mehr spielen, aber dann geht das Tablet oder das Smartphone geht dann schon durch so viele Hände und dann will ja jeder mal den Tatort sehen. Das funktioniert ja auch nicht. Da kann man vielleicht mal zu zweit drauf gucken, wenn man das dann so hält. Wenn man diese VR-Brille hat, kann es eh nur einer. Dann hat man ja nur diese, ich glaube, 30 Sekunden oder 20 Sekunden Zeit, sich diesen Tatort eben anzugucken, sich alles einzuprägen und zu sagen, was man alles sieht. Und das kann man natürlich dann wechseln, dass jeder mal einen Tatort nimmt oder jeder mal irgendwas durchsucht oder wie auch immer. Da kann man natürlich die Rollen mal ein bisschen wechseln. Aber mit mehr als 4 sollte man das nicht machen. Das kann man auch super zu zweit spielen. Dann ist man da richtig, schwitzt einer schon, wenn einer den Tatort da untersucht. Und dann, ich sehe das, ich sehe das, ich sehe das. Und ich sehe noch Blumen und ich sehe ein Messer und ich sehe einen Kuchen und ich sehe
Karten und der andere geht dann schnell diese Kärtchen durch und wirft die einfach nur raus. Nachher, danach sortiert man die dann in Ruhe, scannt die dann ein und dann guckt man mal, was ist das denn? Wer sagt das? Wo gehen wir denn damit hin? Da muss man auch wirkliche Detektivarbeit leisten teilweise. Ja, und das Schöne daran ist, wenn man diesen Fall lösen möchte oder die Fälle, ja, viele Wege führen nach Rom. Ja, das ist nicht so, dass man da einen straighten Weg gehen muss, sondern man kann auch mal wieder zurück und dahin wieder zurück. Vielleicht kostet das ein bisschen mehr Zeit, dann findet man aber trotzdem noch mehr Details raus. Je mehr Details man rausfindet, desto mehr Punkte bekommt man dann nachher, weil man ja, wie gesagt, habe ich ja eben schon erklärt, dass man dann einen Fragenkatalog am Ende bekommt. Ne, klar, wer war der Täter, das sollte man schon wissen, sonst hat man den Fall ja nicht gelöst. Aber dann auch noch, welche Mordwaffe war das denn, wo kam denn die her, was war denn das Motiv? Wenn man das nicht rausfindet, ist das nicht schlimm. Dann kriegt man halt weniger Punkte, ne? Und je mehr Zeit man gebraucht hat, desto weniger Punkte bekommt man auch. Aber das macht dann auch Spaß. Da ist einem die Zeit nachher vielleicht egal, aber man möchte dann doch noch jedes Detail und vielleicht noch dieser Spur nach, die dann vielleicht ins Nichts führt. Ne? Vielleicht ist es auch eine Sackgasse, aber man ist der nachgegangen und dann erzählt man dann wieder eine schöne Geschichte darum, dann kommt wieder ein schöner Flavortext. Das ist viel Lesen, ja, also da braucht man sicherlich vielleicht einen Erzähler dabei oder mehrere, die dann immer das lesen, was da eben eingescannt wurde. Das ist so das einzige Manko, was ich jetzt hier so sehe oder was ich noch gerne hätte. Das wäre so nice to have, wäre eben eine Erzählstimme. Ja, jemand, der das Ganze vorliest. Klar, das wären nochmal wieder zusätzliche Kosten gewesen und vielleicht wäre das auch gar nicht im Rahmen von dem Kickstarter gewesen. Aber das wäre nochmal was Schönes gewesen, wenn man dann einscannt und du hast so eine Erzählstimme oder du hast vielleicht jeden Verdächtigen oder jede Person, mit der du da sprichst, also dann spricht jemand anders mit dir, der das vorliest. Das wäre so, dann wäre man nochmal richtig drin in der Story. Ne? Das würde nochmal so ein richtig super Feeling geben. Aber das ist so schon schön. Ja? Das ist völlig ausreichend. Das ist für ein Abendfüller ist das super. Da kann man sich natürlich auch aussuchen, wie viele Fälle spiele ich denn. Das ist jetzt ausgelegt für 60 bis 90 Minuten. Du kannst aber auch 3 Stunden, wenn ihr da Bock zu habt, euch 3 Stunden da ein bisschen geistig zu betätigen, dann kann man das gerne machen. Das ist ja etwas, was da wird man ein bisschen durchgeführt, ja, weil klar, man kann nicht alles machen. Das ist ja kein Sandbox und ich kann jetzt keine Open World. Also ich kann jetzt nicht dahin gehen, wo ich möchte, sondern man kriegt das schon so ein bisschen vorgegeben. Aber natürlich auch abhängig davon, wie genau arbeite ich denn hier, wie viele Sachen finde ich hier, die mich zu einer weiteren Spur bringen, die mir vielleicht noch einen anderen Ort eröffnen oder die mir vielleicht einen anderen Zeugen noch bringen und so ein bisschen Hintergrundwissen zu dem ganzen Fall geben. Alles in allem finde ich das mega gelungen. Da gibt es jetzt auch gerade frisch rausgekommen Erweiterungen zu. Da ist man dann im Jahr 1400, im Jahr 1900 und sogar in der Zukunft im Jahr 2400. Wenn ihr euch das noch anschauen wollt, hier oben gerne drauf gehen. Da seht ihr dann die aktuellen Erweiterungen, die es dazu gibt. Beziehungsweise es sind sogar gar keine Erweiterungen, sondern Standalones. Das heißt, alle Spiele, die es davon gibt, die kann man auch alleine spielen. Alles, was man dazu braucht, ist eben die App. Und in der App kann man sich dann auch, wenn dann nochmal zusätzliche Fälle kommen, also gerade bei der Basisversion sind sehr, sehr viele zusätzliche Fälle gekommen, da muss man sich gar keine neuen Karten für kaufen. Das funktioniert alles mit diesen Charakterkarten, die da drin sind und man lädt sich einfach nur einen neuen Fall runter, der dann den QR-Code neu zuordnet und schon hat man da einen neuen Storybaum, den man dann da eben abarbeitet. Dann ist eben der Kommissar dann auf einmal der Mörder oder wie auch immer. Das kann man sich dann, klar, muss man sich das kaufen in der App, aber da ist man, glaube ich, um die 5 Euro ist man dann dabei. Für ein Exit-Game zahlt ihr auch die 10 Euro. Da sind die 5 Euro nix und ihr habt wieder einen tollen Abend. Wie gesagt, 60 bis 90 Minuten pro Fall, je nachdem, welche Schwierigkeitsstufe ihr da gerade seid, welcher Fall das gerade ist. Da gibt es kompliziertere, da gibt es leichtere, aber das Tutorial führt euch da schon super ran, dass ihr nachher wirklich fit werdet und auch dazu lernt für den Rest des Spiels. Also von mir klare Empfehlung. Ich finde das super, die Idee, und ich finde das auch super umgesetzt. Da möchte ich gerne mehr von haben. Und wenn ihr mehr von mir haben wollt, dann Glöckchen, Abo, Like und dann gehe auch ich in die Fortsetzung und es gibt ein paar Erweiterungen von mir. Bis dahin, euer Meeple Dad.